Okay. Und da ist noch ein Flatterverein. Der Club der anonymen Flatterer. Komm mal alle ran. So. Okay, schön abwarten. Ja, es gibt Arbeit. Aber schön vorsichtig sein. Pass auf. Schön aufpassen. Okay. Naja, nicht den Telo angreifen. Gut. So, zwei sind schon mal weg. Und komm, den greifen wir an. Gut gemacht. Mach du den Schlag. Dann halt ich. Ja, genau. Wer weiß, wie es läuft. Okay. Er ist ein guter Partner, der Taylor. Können wir den behalten? Ich will den behalten und mit ihm das Spiel durchspielen. So. Seemannskiste. Was haben wir denn hier? Zähne, Wildschweinfell, Fläschchen, Goldmützen. Okay. Warum nicht? Das nehme ich gerne an. So. Nein, wir sollen nicht da runtergehen. Hat der gesagt. Ja, da will ich mal schauen. Warum? Was für ein Trupp erwartet uns denn hier? Oh. Ein Gnomentrupp. Okay. Interessant. So, hallo. Erstmal schön anklopfen. Dann kommen die alle. Okay. Die Schmeißer. Das ist ein wütender Mob. Nö. Taylor, komm her, die sind wütend auf mich. Das sind Demonstranten. So. Wir müssen weiter. Nee, hier ist ein Gegner. Ja, die kriegen wir. Komm schon. Die machen wir platt. Diese komischen Viecher. Gut. Oh, shit. Hat er mich übel erwischt. Aber kein zweites Mal. Ja, du bist ja ganz feige. Na, warte, du Sack. Ist ein heißer One-Move. Stirb. So ist das richtig. Genau. So. Und ich glaube, der da hinten war deren Häuptling. Eins von 15 Werkzeugbeutel, okay. Eine spätere Quest. Wir interessant. Nein, müssen wir nicht. Müssen wir nicht. Okay, 1, 2, 3. Und 4. Gut. Aber ich weiß gar nicht mehr, wer der Questgeber ist. Aber wir müssen noch viele von solchen Typen erledigen. So ein Rudel. Und da ist der Häuptling. Das ist toll. Das fing echt toll an. Das war nicht gut. Okay, ich muss abwarten. Ich muss abwarten. Abwarten und Tee trinken. So, okay, der Tee ist getrunken, hab genug gewartet. Jetzt geht's los. Ja, jetzt bist du dran. Das machst du kein zweites Mal. Jetzt ist Schluss. Jetzt ist echt Schluss. Mit diesem Scheiß. Nein. Okay. So, da hast du. Okay, und der hat den gebratenen Schwein. Und was willst du? Was willst du, du Schwein? Du willst das essen? Du willst das essen? Nicht mit mir. So.
Tja, kommt sein Kumpel. Will ihn rächen. Ist echt edel von dir. Und von dir auch. Aber ein Shit. Okay, das war wieder gut. Puh. So. Tja. Ja, nix da. Nur ich darf das essen. Sonst niemand. Okay. Wir räumen ganz schön auf. Hab ich hier eigentlich, wir haben Fleisch wieder, oder? Wo ist denn hier gebratenes Fleisch? Da. Das kann wieder dahin. Nom 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 nom. Nom 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 nom. Okay, hier ist nichts mehr. Nom 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 nom. Das halt ganz schön wenig. Das halt ganz schön wenig, warum? Ja. Komm schon, du Schwein. Ja. Bist ganz alleine hier. Ganz alleine. Vielleicht mal ausnützen. Ja. Gut, noch ein Wildschwein für Obelix. Perfekt. Okay, na, da freut es sich. Hm. Okay, und wo geht's hier hin? Da ist ein Kraut. Perfekt. Oh, Stachelratten. Stachelrattis. Was geht ab? So, deine Stacheln gehen ab. Immer schön der Reihe nach, bitte. Schön der Mist. Komm da runter vom hohen Berg. So. Ich brauche immer noch das Werkzeug für deren Stacheln. So. Und noch eine Bande. So. Mal wieder normal speichern. Sicherheitshalber. Okay, noch eine Bande. Soll ich das wagen? Denn der Weg zu Telo ist ganz schön weit. Ich wage es mal. Ist direkt der Häuptling, okay. Ja, die schmeißen gerne. Hm. Da muss ich die erstmal ein bisschen trennen. So. Komm schon, Häuptling. Häuptling zahnlos. So. Denn gleich bist du zahnlos. Und die können ernsthaft durch meinen Block durchschmeißen. Ist das dein Ernst? Ist das dein Ernst? Das können die tun. Das ist echt eine Cheaterbande. Das macht keinen Sinn. Na warte, jetzt ist genug mit Schmeißen. Hör auf zu lecken, ey. Hm. Na, was willst du denn? Was willst du versuchen, hä? Von hinten angreifen, ich glaube, es hackt. So, die machen so wenig Schaden, perfekt. Genug geschmissen, jetzt ist Schluss. Hm. Okay, kann schon ein bisschen tanken, das ist schön. So, dankeschön. Noch ein Werkzeugbeutel, gut. Wer auch immer das geklaut hat. Okay, was haben die denn für eine komische Axt? Was ist das denn? Holzfäller-Axt. Ach so. Ach so, okay. Macht Sinn. Gut. So, das waren die. Aber ist diese Quest eigentlich nicht für später? Bin mir nicht ganz sicher. Aber ich glaube, dass diese Quest hier ist eigentlich für später. Für ein späteres Kapitel geplant, oder? Habe ich so in Erinnerung, aber ob das stimmt? Keine Ahnung. Man kann meinen Erinnerungen eh nicht trauen. Denn das lügt gerne rum.
Okay, und was ist denn hier drin? In dieser Höhle. Oh, noch mehr. Da sind noch mehr. Okay, Moment. Das dauert echt viel zu lange. Da braucht man so viel Fleisch. Ach du Scheiße. Wir brauchen echt eine bessere Rüstung. Okay, dann mal los. Immer schön drauf, drauf. Dann schmeißen die nicht mehr. So, shit. Muss kurz weg. Na, warte. Nicht zweimal angreifen. Das sind die Nervige. Oh, shit. So, noch einer weg. Na, warte, du Mistvieh. Ah, keine Chance. Oh, shit. Schnell. Okay. Nicht durchdrehen, Kamera. Bleib geschmeidig. So, tschüss. Speichern. Oh, wir haben es geschafft. Aber da war doch noch einer, oder nicht? Ja, wo bist du denn? Ah, bist du. Der Häuptling. Tja, ist schön zurückgeblieben. Hat den anderen die Vorarbeit geleistet oder versucht. Bist ein ganz toller Häuptling. Okay, du musst schnell sterben. Da ist noch einer. 100 Erfahrung, ohoho. Ja, noch mehr schmeißen, nicht gut. Gar nicht gut. Er hat das jetzt nicht geheilt. Wieso heilt das nicht? Wird sie verarschen? Okay, das Fleisch ist verpackt. Wow. Wie das einfach nicht heilt. Willst du mich verarschen? Okay, lassen wir das. Halt jetzt ganz ein bisschen. Ist ein Witz. So, nimm das. Lass den Mist. Okay, ich brauche nachher dringend Heiltränke. Müssen wir nachher dringend craften. Nee. So, jetzt ist genug. Dankeschön. Hat da wohl wer geklaut, hä? Die Werkzeugbeutel. Ja, die klauen alles. Wie konnte ich das übersehen? Okay, das hätten wir. So. Das Gnomenlager aufgeräumt. Noch ein Werkzeugbeutel, okay. Sind wohl die Werkzeugbeuteldiebe. So. Ja, und damit ist jetzt Schluss. So. Okay, das waren die zwei. Ein Grabstein. Ruhe in Frieden. Mhm. Ein Ring, okay. Und was ist hier? Ach du Scheiße, okay, das wird jetzt übel. Und nochmal von vorne. Okay, rechts, links, links. Die Brich ist abgebrochen. Rechts, links, rechts, rechts. Abgebrochen. Okay, rechts, links, rechts, links, rechts. Und nochmal. Rechts, links, rechts, links, links, rechts. Okay, alles klar, Moment. Gut. Schön merken. Na los, bevor ich es vergesse. Schneller. Komm schon. Ladebildschirm, geh weg. Rechts, links, rechts, links, links, rechts. So.
Stachel, Haarperle, Lichtzauber, ein bisschen Brot und 5 Gold. Wow, das war jetzt ja voll gelohnt. Und dafür so ein schweres Schloss, ernsthaft. Ist ja ein Witz. Aber gut, das Brot war wohl deren Hauptschatz. So. Anders kann ich mir das nicht erklären. Witz erzählen, schön. Okay, diese Truhe hier, die nicht verschlossen war, hatte mehr Wert als das da hinten mit einem schweren Schloss. Muss man nicht verstehen. Ist Riesenlogik. Schön. So. Noch ein Erz. Okay. Muss dann hier später zurück. Ja, wir gehen eh bald zur Hafenstadt. Da können wir das dann lernen. Sobald wir den Typen gefunden haben, da ist ja noch so einer. Noch so ein Winzling. Stier. Ich mag Winzlinge nicht. So, da hast du. Was ist hier? Okay. Speichern und anschauen. Rechts. Nochmal von vorne. Links, links. Links, rechts, links. Links, rechts, rechts, links. Jawohl. Jawohl, toll. Tolle Detri-Verschwendung. Okay, rechts, links, links, rechts. So, rechts. Und nochmal von vorne. Fuck, ich hab falsch gedacht. Okay, schon wieder vergessen. Okay, links, rechts, rechts, links. Kommst du, Ladebildschirm, geh weg. Mein Kurzzeitgedächtnis. Na also. So. Mittlere magische Heilung. Rostiges Schwert, ja geil. Ja, perfekt. Vielleicht mal die goldene Waffe damit ablösen. Okay, und da brauchen wir Meditation oder, ne, wie hieß das? Levitation oder so. Um darüber zu schweben, okay. Das heißt, wir müssen später hierhin zurückkehren. Aus 2 Gründen. Okay. Was war das denn? Na gut, gehen wir zur Hafenstadt. So, denn es bringt eigentlich nichts. Es bringt ja nichts, die Gegend zu erforschen, anzuschauen und... Ja, genauso wie eben, einiges nicht mitnehmen können. Wo wir dann sowieso wieder zurück müssen. Also lassen wir die doppelte Arbeit und gehen direkt dahin. Dann können wir nachher direkt alles erfüllen. Ah, was ist das da? Okay, Telur, sorry. Ich folge dir jetzt. Hab die Lektion gelernt. Ich hab die Lektion gelernt, so. Was ist? Oh, was ist das? Wenn du diesem Weg hinauf folgst, wirst du zur Vulkanfestung gelangen. Aber was rede ich? Überall auf der Insel sind Schilder aufgestellt, die dir den Weg weisen, wenn du dich verlaufen hast. Alles klar. Verstehe. Soll ich dich noch weiterführen? Ja, gerne. Ja. Geh weiter. Gut, na dann komm. Ah, bietest eine gute Führung an. Ist echt gut. Und wer bist du? Hey, du. Sei vorsichtig, wenn du hier herumläufst. Das Gebiet ist noch nicht gesichert. Ich pass schon auf. Du bist ein ganz harter Kerl, was? Mhm. Pass auf, mir ist egal, was du hier machst oder zu wem du gehörst. Aber dir sollte eins klar sein. Solange du hier draußen rumläufst, bist du ein Plünderer. Was? Also geh besser nicht zum Hof. Da steht Severin. Das ist einer von den Wachen des Inquisitors. Wenn er dich sieht, wirst du sofort verhaftet. Na, sofort, okay. Das will ich sehen. Was weißt du über dieses Gebiet? Der Bauernhof ist fest in unserer Hand. Hier ist das zentrale Lager. Ein Lager? Für was?
Für alle Truppen, die sich draußen aufhalten. Außerdem gibt's hier zwei Ruinen. Die eine hier unterhalb des Hofes und die andere ist weiter oben. Okay, gut zu wissen. Da können wir auch direkt reingehen. Mit welchen Gefahren muss ich rechnen? Monster, haufenweise Monster. Sie kommen aus den Ruinen und verbreiten sich überall. Okay, interessant. Na, und da hinten habe ich schon eins gesehen. Erzähl mir mehr über die Ruinen. Das ist nicht mein Ding. Ich passe hier nur auf. Wenn du mehr wissen willst, sprich mit Severin. Ach nein, warte mal, sprich nicht mit Severin. Der haut dir aufs Maul. Solange du ein Fremder bist, solltest du dich von allen Weißen fernhalten. Okay. Das heißt, wir dürfen kein Fremder mehr sein. Müssen uns allen vorstellen und dann sind wir nicht mehr fremd. Okay. Ich bin auf dem Weg in die Stadt. Du willst in die Stadt? Dann geh nicht zum Haupttor. Da stehen die Weißen, die fangen dich sofort ab. Versuch's lieber am Hintertor im Südosten. Wenn du Leto ein paar Goldstücke in die Hand drückst, wird er dich reinlassen. Danke für den Tipp. Na, danke, das weißt du schon, okay. Na, ja, da geh später hin. Das kommt später dran. Wir müssen weiter. Na, gehen wir weiter. Und so viel Viehzeug hier. Ja, das wird alles später aufgeräumt. So. Der kommt später dran und die auch. Folge mir. Na, ich folge dir. Ich folge dir. Und da sind noch mehr Viecher. Okay, es lädt gerade übelst. Ich glaube, irgendwas im Hintergrund läuft wieder. So, den Rest bis zum Hintereingang der Stadt musst du alleine gehen. Oh. Es ist aber nicht mehr weit. Halte dich von hier ab Richtung Süden, durch den schmalen Korridor dort. Immer weiter nach Süden und du wirst auf eine hohe Felswand treffen. Dieser folgst du einfach weiter. Sie wird dich direkt zum Stadttor führen. Und was passiert dann? Ich vermute, dass eine Wache der alten Stadtgarde vor dem Tor steht. Naja, aber ich schätze, dir wird schon was einfallen, wie du den Wachposten überredest, dich passieren zu lassen. Überreden? Wie soll das laufen? Sagen wir mal so, wenn du genug Gold dabei hast, wirst du seine ganze Aufmerksamkeit haben. Das war schon immer so bei den Jungs der alten Stadtgarde. Verstehe. So, ich muss jetzt wieder zurück zu meinem Kornfeld. Viel Glück und lass dich nicht unterkriegen. Na danke, aber nein, geh nicht. Wir waren so ein gutes Team. Nein, bleib hier, warum? Was habe ich getan? Bin ich nicht gut genug? Komm schon, lass uns die Welt retten hier. Nein, geh nicht. Okay, ich kann leider nicht auf die Knie gehen, aber stell euch das jetzt vor. Nein. Och Mann. Er war so ein guter Partner. Ach, Abschiede sind immer traurig. Was machen die denn hier? Ah, okay. Auge hat gejuckt. Und du stehst im Weg. Geh aus dem Weg hier. Okay. Hafenstadt. Okay, wir sind richtig. Aber du da provozierst mich. Warum stehst du hier so rum? Das provoziert mich. Geh weg. Na, warte. Okay. So. Bleib stehen. Nix da. Nix da. Nix da. Ist. Nix da. So, jetzt aber. Und die geben 100 Erfahrung. Das ist schon ein bisschen ein Witz, aber gut. Ich beschwere mich nicht. Ist ja gratis Erfahrung. Oh, shit, was denn hier passiert? Oh, das waren diese Gnome, verdammt. Oh, diese Schweine. Hab einen Schatzgräber auf dem Gewissen. Ohoho, okay, das ist gut für uns. Danke, Jungs, ihr wart ja fleißig. Ich will den Teller mitnehmen, dankeschön. Okay, wer bist du? Oh, Levitation. Aber wir brauchen zwei. Um wieder zurückkehren zu können, ansonsten sind wir da gefangen. Und das wäre nicht gut. Kleiner Bernstein, Goldmünze, okay. Hier könnten wir es auch tun, okay, da drüben. Aber dann würden wir nicht zurückkehren. Nicht gut.
Denn wir können das leider nur einmal verwenden. Und ja, wenn wir es abbrechen, ist es dann trotzdem verbraucht. Macht ja auch Sinn. So. Was? Wir machen hier so einen Lärm. Schön. So. Oh, so viel Zeug. Schön. Aber wir kommen der Sache immer näher. Wir sind bald beim Hafenstadt. Wir sind bald da. Wir sind bald da. Hungriger Wolf wird umgeklatscht. Okay, warum ist der hungrig und dir nicht? Was hat der denn hier für Mobber? Oder ist der ein Außenseiter? Von eurem Rudel? Ist er nicht nett? Na, da vorne war auch einer alleine. Der war vielleicht ein Ausgestoßener von diesem Rudel hier. Ja, tragisch. Ach nee, wollt ihr mich verarschen? So viele Ablenkungen? Ernsthaft? Och Mann, wir werden die Hafenstadt nie erreichen. Oh, okay. Wir werden sie doch erreichen. Wir werden sie doch erreichen. Okay, zum Glück hat er nichts bemerkt. Zum Glück haben die nichts bemerkt. Puh. Da haben wir nochmal Glück gehabt. Nicht angreifen. Lass dich rumklatschen, verdammt. Gott, gehst du mir auf den Sack. Du Scheißvieh. Scheißvieh, du. Na komm. Na komm. So, bisschen Bogen-Action. Noch mehr Viehzeug, ernsthaft. Es hört einfach nicht auf. Die ganze Insel ist voll davon. Okay, muss vorsichtiger spielen. So. Tja. Das war ein bisschen nachlässig. Aber nur ein bisschen. Wir machen hier wieder so viel Lärm. Ja, genau du. Was machst du hier so ein Lärm? Witz erzählen, okay. Okay. Was ist das denn hier für ein Geräusch? Keine Ahnung. Kann ich nicht reinschätzen. Okay. Noch ein paar Seegeier. Ja, aber wir sind fast tot. Das heißt, wir lassen die erstmal aus. So. Okay, wir sind da. Da vorne ist die Hafenstadt. Schön, und da ist eine Stadtwache. Wir haben es geschafft. Wir haben alle Ablenkungen überstanden. Konnten einige ignorieren. So. Sind hier noch, es hört nicht auf. Oh, und ein Grog. Und was haben die einfach so liegen gelassen? Was seid ihr denn für Typen? Hey du, was machst du hier draußen? Weißt du nicht, dass es verboten ist, sich außerhalb der Stadt rumzutreiben? Ist mir egal. Was machst du dann hier? Ich bewache das Tor, damit niemand die Stadt verlässt. Solltest du da nicht lieber drinstehen? Dann würde ich mir doch das Geschäft mit dir entgehen lassen. Was für ein Geschäft? Du willst rein? Ich habe den Schlüssel. Was liegt da näher als ein Geschäft? Oder willst du lieber in die Vulkanfestung? Dahin müsste ich dich nämlich eigentlich bringen. Ja, da wähle ich eine später hin. Ja, als Magier. Was passiert in der Vulkanfestung? Es heißt, sie trainieren dich,
Aber jeder hier weiß, dass du da oben verzaubert wirst. Wie soll ich das denn verstehen? Ein paar der Burschen, die sie in die Vulkanfestung gebracht haben, sind wieder in der Stadt. Vorher haben sie es mit den Gesetzen nicht so genau genommen. Und jetzt folgen sie blind dem Inquisitor. Okay, Gehirnwäsche. Vielleicht wurden sie einfach nur überzeugt. Mich kannst du vielleicht mit ein paar Goldstücken überzeugen, aber was der Inquisitor mit denen gemacht hat, ist viel schlimmer. Ich sage dir, er hat sie verzaubert. Na, kann ich mir vorstellen. Wie ist die Situation in der Stadt? Seit Don Esteban die Stadt verlassen hat, weht hier ein anderer Wind. Die Inquisition hat jetzt das Sagen. Als erstes wurden die Bauern in die Stadt gebracht und anschließend beide Tore verriegelt. Das ist das neue Gesetz des Inquisitors. Und Kommandant Carlos lässt jeden, der dagegen verstößt, in die Vulkanfestung bringen. So. Okay, der Kommandant Carlos. Was kannst du mir über Kommandant Carlos sagen? Er ist der neue Chef der Stadt. Zusammen mit seinen Ordenskriegern versucht er, Ruhe und Ordnung aufrechtzuerhalten. Was meinst du mit versuchen? Ich meine, die Banditen des Don werden sich ihre Geschäfte nicht wegnehmen lassen, klar? Noch ist es ruhig, aber das kann sich jederzeit ändern. Okay, alles klar. Ja, wir haben erfahren, die sind noch in der Stadt. Also, was erwartet mich in der Stadt? Jedem anderen würde ich raten, den Kopf unten zu halten. Aber du siehst nicht so aus, als wenn du Ärger aus dem Weg gehst. Na, stimmt. Kommt drauf an. Sag ich ja. Also, wenn du vorhast, dich in irgendwelche Geschäfte einzumischen, wirst du eine Entscheidung treffen müssen. Entweder du arbeitest für den Orden oder du hilfst den Banditen. Eine andere Chance hast du nicht. Na, stimmt. Unter Mischmasch können wir nicht tun. Denn dann hätten wir beide Seiten gegen uns und das wäre nicht gut. Und für wen arbeitest du? Ich gehöre zur alten Stadtwache. Wir unterstehen jetzt dem Befehl von Kommandant Carlos. Und das gefällt dir wohl nicht? Mit den Ordenskriegern kann man keine Geschäfte machen. Das war früher anders. Der Don war immer offen für ein gutes Geschäft. Du meinst, ihr habt euch bezahlen lassen? Nenn es, wie du willst. Ein Geschäft ist ein Geschäft, genauso wie unser kleiner Handel. Na stimmt, aber wir haben noch nicht angefangen. Was verlangst du, damit du mich in die Stadt lässt? 100 Goldstücke musst du mir schon geben. Na, pa. Dafür mache ich das Tor auf und stell keine Fragen. Außerdem muss dir klar sein, dass du hier nicht kommen und gehen kannst, wie du willst. Wenn du erst einmal drin bist, kommst du nicht mehr raus. Oh, okay, nicht gut. Alles klar, das heißt... Ja, gut überlegen, bevor wir da reingehen. Erzähl mir von Don Esteban. Die meisten Leute glauben vielleicht, er wäre vor der Inquisition geflohen. Aber das ist nicht wahr. Ist das nicht? Nicht? Nein. Er hat sein Lager im Sumpf aufgeschlagen und jetzt holt er selbst das Gold aus den Ruinen. Das ist es nämlich, worum es hier geht. Das Gold. Er hat nur ein paar seiner Banditen in der Stadt zurückgelassen, die seine Geschäfte weiterführen sollen. Ja, das stimmt. Hat er mir gesagt. Du verlangst eine Menge Gold. Sei froh, dass ich dir nicht das Doppelte abnehme. Aber ich bin ja kein Arschloch. Ich lasse mit mir handeln. Also, wenn du nicht genug Gold dabei hast, kannst du mir ein paar von den Sachen verkaufen, die du gefunden hast. Okay. Lass uns handeln. Was hast du denn hier? Schwert, aha, Armbrust, okay, Halttrank. Ja, das könnte ich gebrauchen. Wir werden in der Stadt noch einige Kämpfe haben. Und wir haben ja genug Gold. 1700. Na, kaufen wir das mal. Wir haben eh genug Kohle. Können auch direkt hier ein bisschen verkaufen. Einmal 6. Einmal 5. Alles von den Gnomen, perfekt. Ja, das sind echt nützlich. 133, okay. Hier noch ein paar von den Ordenskriegern. Die das verloren haben. Hust. Hiebwaffen, okay, kleiner Schild. Naja. Ja, wir könnten noch mehr verkaufen, aber lassen wir. Das wird er gar nicht behalten. Sind meine privaten Schätze. So. Okay. Aber Sekunde mal, bevor ich da reingehe. Weiß ich noch, dass hier noch Loot wartet? Hier ist noch Loot. Und das will ich haben. So.
Okay, Moment. Speichern. Und dann mache ich am besten das hier. Okay, das sind junge Stachelratten. Lass die Scheiße. Nix da. Mistvieh, geh weg. Ha, das ist meine Beute, geh weg. Gut. Genau, hast recht. Alle ausrotten. Auch dir. So. Einmal daneben geschossen. Ja, na, na, na. Hoffe, das hat er nicht gesehen. Ist eine peinliche Sache. Kleines Beutelchen, okay. Wasser und 10 Gold. Schön. Wichtelkappe. Ein Pilz. So, das hier will ich noch mitnehmen. Ach, okay. Da, 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 rechts. Nee. Links, rechts, rechts, links. Okay, alles klar. Alles klar. Ich bin ein Geizhals. Ich will die Dietrich ersparen. Will nichts einkaufen. So. Okay, links, rechts, rechts, links. Jetzt warst du fast wieder das Falsche gemacht. So. Okay, wir sind durch. Tja, Ruhe in Frieden. Wer auch immer du bist. Das ist echt gefährlich hier. Da ist eine Frau gestorben, weißt du das? Lass mich jetzt in die Stadt. Gut. Wenn du willst, lass ich dich rein. Vorausgesetzt, du hast das Gold. Ja, das habe ich gerade so noch. Ja, hier ist dein Gold. Lass mich in die Stadt. Gut, aber zu niemandem ein Wort über unser kleines Geschäft. Nö, nö. Sonst landen wir beide noch in der Vulkanfestung. Jetzt lass mich endlich rein. Pass auf, du hast keine Ahnung, worauf du dich da einlässt. Es ist besser, wenn ich dir eine Karte der Stadt mitgebe. Oh, danke. Viel Glück. Du kannst es brauchen. Ja, das ging aufs Haus. Das ist aber nett. Okay, wir haben die Hafenstadt erreicht. Geil. Nach 100 Folgen. Perfekt.